Du freust dich wie Bolle auf deinen neuen Krone Profiliner, stellst bei der Fahrzeugauslieferung aber fest, irgendetwas stimmt nicht. Wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit und tendenziell auch sehr leicht zu beheben, aber diese Kleinigkeit vermiest dir den ansonsten perfekten Gesamteindruck deines flammneuen Aufliegers. Aber damit ist jetzt definitiv Schluss. Das Stichwort hier ist AR, also Augmented Reality. Hierbei werden digitale Elemente in ein reales Bild eingefügt, wie hier zum Beispiel ersichtlich bei der Kontrolle eines Querträgers. Und ups, ich stelle fest, dieser Querträger ist verkehrt rum. Es können aber nicht nur einzelne Bauteile, sondern es kann dein komplettes Fahrzeug durch Abgleich mit einem Solldatensatz auf Vollständigkeit und Positionsgenauigkeit überprüft werden. Et voilà! Bei diesem Fahrzeug wurde nur der Trapezkasten verbaut, bestellt hast du aber den Trapezkasten mit Delta-Stahl-Verlängerung. Augmented Reality ist nicht millimetergenau, zeigt aber eben an, wo ein Bauteil fehlt, respektive ein falsches Bauteil verbaut wurde. Derzeit noch visualisiert über das Tablet. Diese Technik soll aber spätestens im zweiten Quartal 2024 am Ende eines jeden Krone-Produktionsbandes fest installiert sein. Nun gibt es aber etliche Produkte, bei denen es de facto auf Millimetergenauigkeit ankommt, und dafür braucht es eben eine Messtechnik, die genauer hinsehen kann. So wird zum Beispiel jeder hier im Werk Herzlake automatisiert gefertigte Bodenrahmen für die Krone-Wechselbrücke in dieser lichtdichten Messkabine sogar auf einen halben Millimeter genau vermessen und davon im Anschluss eine Bilddokumentation erzeugt. Ihr seht, in Sachen Qualität will Krone hundertprozentig sicher sein.